Hallihallo Leute, willkommen zurück zu Infestation Survivor Stories. Mit an meiner Seite der Daniel und der Orca WE und die... Jo, hallöchen. Hi. Dun, dun, dun. Ja, wir sind immer noch in Smallville. Ivan hatte ja Probleme kurz. Hier mit der Zombie-Lady. Wir rennen jetzt übrigens nach Camp Splinter. Mal wieder. Um ein bisschen zu gucken, was wir da so auftreiben können, denn Smallville, muss ich ehrlich sagen, schaut scheiße aus, da ist viel besser. Ja, Smallville ist ja eigentlich auch ein PvP-Ort und wenn da keine anderen Leute sind, mit denen ich, ne, ist es ein bisschen öde da. Ja, aber ehrlich gesagt, habe ich gerade nicht mal Bock auf PvP, weil ich sterbe. Du stirbst? Ich sterbe immer. Mhm. So. Das ist immer so, das ist ein Fluch, der auf mir lastet. Ja, wir haben jetzt gar nichts zu trinken. Ich weiß jetzt gar nicht, war das jetzt schon Folge 50 oder? Ich habe nicht den leisesten Schimmer, eine Ahnung, welche Folge wir haben. Also falls das hier Folge 50 ist und ihr jetzt euch fragt, warum ich noch keinen Sniper habe, es ist, weil ich einfach noch nicht gestorben bin. Und ich will mich einfach jetzt nicht sinnlos von Ivan oder so töten lassen. Ach, warum denn nicht? Nee, wenn, dann muss das schon ein richtiger Tod sein durch einen anderen Spieler oder so. Also nicht du jetzt, ne? Ja, dann lock ich mich mit einem anderen Spieler ein und dann... Nein. Also nicht getürkt. Ich meine jetzt nicht getürkt. Na, das muss dann schon... Ich kann dich ganz schnell eliminieren. Aber wir werden noch ein paar Parts machen und... Oh Daniel, das müssen wir sowieso mal machen. Bevor wir dann mal eine kleine Pause einlegen. Irgendwo und dann 1 gegen 1. Ja, weil wir wollen ja das Spiel mal für ein Weilchen pausieren. Ja, weil wir ja auch andere Projekte auch machen wollen. Eben, wir können ja nicht 24/7 Infestation bringen, denn es geht uns einfach ehrlich gesagt der Inhalt an Infestation aus. Wir wissen nicht mehr, wo wir hingehen sollen, was wir tun sollen. Ja, immer PvP-Gedöns, das ist öde, das ist nicht komplettes Spielprinzip, das ist zwar ein großer Teil vom Spiel selbst, aber eben beinhaltet das Spiel noch einiges mehr und dieses einiges mehr haben wir schon erreicht, finde ich. Wir haben den Super-Zombie einmal getötet, sehr oft von ihm töten lassen. Sehr oft, ja. Ja, und ich werde dann einfach, sobald dieser Charakter hier das nächste Mal tot ist, werde ich das dann die Sniper mitnehmen. Ja, aber ich würde dich sofort, sobald du die Sniper in der Hand hast. Ist versprochen. Ja, wenn ich dann von jemand anders getötet werde, kannst du gerne haben, wenn du dann... Schaffst sie zu holen. Wenn du dann an den Loot rankommst. Super, finde ich toll. Dafür ist es ja da, ne? Ja, toll. Dieses Wenn, Aber, Würden, ne? Ja. Wenn dann darauf... vom Weg... Wenn dann da auf einmal so 5 Leute, ne? Und Ivan, ich will haben! Geht weg da! Glaub mir, wegen der Sniper, ich würde es schaffen, alle zu killen. Bam, 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 bam. Ja. Nee, ich würde es nicht schaffen, ich würde lausig verrecken. Und die heilen sich dann nur in allen 3 Sekunden Takten. Ach nee, ja doch, müssen sie ja 3 Sekunden warten immer. Sind eigentlich schon fast 4, ne? Mhm. Weil der fängt bei 3 an runterzuzählen. Obwohl, du benutzt das Item, dann zählt er von 3 runter. Das heißt, eine Sekunde, der geht zwischen Benutzung und... Ja, stimmt, stimmt. Ihr seht übrigens, Leute, ich habe mich dazu entschlossen, Infestation jetzt in 60 FPS hochzuladen. Auch wenn es keine wirklichen 60 FPS sind, weil das Spiel richtig stark schwankt, muss ich feststellen. Trotz GTX 89. Ich glaube, die ist kaputt, die funktioniert nicht. Bei so, mir immer so. Mit 30 und es sieht wunderbar aus, läuft flüssig und ja. Auf Ultra aber alles, ne? Ja, bei mir auch Ultra und läuft flüssig, aber ich meine, die FPS schwanken stark zwischen 48 und 60. Hm. Und ab und zu kurz mal unter die 36. Ne, bei mir auf die 30er mal, kommt dann wieder hoch. Durchgehend 30, weil das ja so beim Aufnahmeprogramm eingestellt ist. Ja, ja, das Lustige ist, pass auf, nehme ich mit 30 FPS auf, wirklich durchgängig 30 FPS, keine Probleme. Nehme ich mit 60 FPS auf, schwankt es stark zwischen 30 und 60. Die ganze Zeit. Ja, ja. Verstehe ich aber nicht. Und das führt dann wahrscheinlich auch zu diesen Rucklern und so. Nee, ich habe keine Ruckler mehr. Das ist das Schöne. Warum auch immer. Die sind komplett weg. Hm, schön. Aber gestern war natürlich scheiße, ne? Da bin ich auch rausgeflogen. Aber ich habe, glaube ich, ich weiß, glaube ich, warum das war. Weil ich Windows-Updates hatte ohne Ende. Und eigentlich sollte ich ja den PC neu starten. Das habe ich ja nicht gemacht. Wir sind schon da an Camp Splinter. Wie viele Spieler? Ja, schon ein bisschen mehr. Ich rüste mal schnell eine andere Waffe aus. Nur ja, 17 Schuss mache ich auch mal. Ich habe hier bloß noch 17 Schuss drin. Ich guck mal. Ach nee, die Evo war ja eine Dings gewesen. Eine Submachine Gun. Ja, dann lasse ich doch erstmal die.
Was hast du jetzt in der Hand? Die P90. Achso, ich könnte dir anbieten eine Massa da mit 3 Kugeln. Das ist ja Schrot, habe ich ja selber. Ich habe ja selber. Nee, eine Massa da, das ist die Gewehr. Ja, nein? Okay. Mit wie viele Kugeln? 3? Ja. Na, was soll ich damit? Ich habe 17 Kugeln jetzt. Nee, ich habe nicht gesagt, dass es besser ist. Ich habe dir nur gesagt, was ich habe. Nee, lass mal. Aber ich rieche es förmlich, wir werden hier jetzt was super Tolles finden. Hoffe ich zumindest fürs Spiel, weil sonst geht. Weil, Leute, ihr müsst verstehen, wir laufen den ganzen Tag hier rum. In der Hoffnung, wir finden was oder wir töten Leute. So, dass Leute töten, können wir uns voll abschminken, dafür sind wir nicht gut genug. Du sagst, wir werden hier jetzt gleich was super Geiles finden. Kann ich dir sagen, was wir hier finden? Den Tod. Nicht. Ja, den Tod. So, ich glaube, eine Waffe ist... Treffen, weil ich wollte noch mal über meine Zeit reden, weil der will auch bei mir 20-Minuten-Parts demnächst machen, weißt du? Okay, da war jetzt schlecht. Warum habe ich über meinen eigenen Witz gelacht, oh mein Gott? Weil kein anderer gelacht hat darüber? Ihr seid solche Penner. Zombies antreten, alle auf Ivan! Nein, lass mal. Oh, das sind aber... Ach, warte, ich renne durch, dann haben wir sie. Ich hab einen Ball und ein Fernglas. Da kommt schon einer. Hey, hier ist Evo 3 Munition. Ja, die kann ich hier brauchen. Ja, kannst du knicken. Gib her, ich hab eine Evo. Du hast nicht über meinen Witz gelacht. Hahaha. Ja. Ja, kommst du mit? Wir müssen uns hier ein bisschen aufpassen. Hier liegt Geld vor dem Auto. Warum liegt hier Geld rum? Mein Geld! Und Munition für meine Pistole, schön! So gefällt mir das. Orca, schaffst du den? Ja, den schaffst du, oder? Ja. Mich jetzt auch gewundert, wenn nicht. Du nur ein paar Dorschte, also mehr ist so nicht. Mir geht's auch nicht besser. Oh, was hast du gefunden, Daniel? Nichts. Nichts. Doch, Munition, was ist es? Nadelstreifen. Ja. Yeah. Warte, lass mich noch schnell auf den anderen Turm gucken. So, Ivan, du dich schnell wundere, weil ich blute, ne? Du blutest, komm her, ich kann dich verbinden. Wo bist du? Kann ich vergessen, ich brauche was zu trinken. Na, aber dann blutest du doch nicht. Er verliert wahrscheinlich Leben. Wenn du blutest, Oh, Daniel, ich habe Evo 3 Munition gefunden. Ich werde mal... Komm mal her, vielleicht kriege ich ja dann die... Ah, ja. Die Dings... hat er wieder nicht gemacht, die alte Drecksau. Daniel, da ist Evo 3 Munition für dich. Habe ich dich geheilt? Ja, Hasche. Warte. Jetzt habe ich dich geheilt. Also ich nehme mir bald eine Nagel. Aber auf jeden Fall brauche ich was zu trinken. Aber trotzdem habe ich immer noch nicht die... Ja, bei mir blinkt es auch schon rot. Keine Panik. Hier oben ist ein Helm. Verrecken das sowieso. Da oben. Ich habe Helm. Na, hier ist so ein Armeehelm. Ja. Da. Ja. So besser als wie der gelbe Bauarbeiterhelm. Ja. Ich weiß auch nicht. Ich hatte da so eine Mission gemacht, dass ich jemanden dann heilen soll. Jetzt heile ich Orca schon die ganze Zeit, aber kriegt das einfach die Mission nicht. Mittlere Rucksäcke ohne Ende. Oh, ein Standbild gehabt. Oh, Krähe höre ich, eine Krähe. Bratpfanne. Fernglas. Bratpfanne und ein Entfernungsmesser. Das nehme ich mal mit. Oh, hier, Orca. Ne Spike, ein Spike-Schläger mit Stacheln. Ah. Hier. Ich habe eine AKS-74U gefunden. Muss mal hier hinterkommen. Ja. Hier hinter. Hier, na, Spike-Schläger. Oh, da. Da musst du anders rausschmeißen. Ja, hier ist nochmal normaler Schläger. Oh, hier liegt Geld. Danke, Ivan. Immer wieder gern. Die 13, naja, 13 Dollar ist jetzt nicht gerade. Oh, größter Rucksack. Da hinten liegt ein mittlerer Rucksack in der rechten hinteren Ecke. Ja, dann kannst du. Ich habe ja den Teddybär, der ist ja genauso groß. Ach, hier. Wo soll denn der Leier? Hier, wo ich bin. Liegen. Kannst du zwischen... Oh ja, ich habe eine Bison gefunden. Oh, also kein Gewicht.
kein Platz. Schmeiß ich weg. Oh, Daniel, komm schnell zu mir. Ich weiß nicht, was ich wegschmeißen soll. Ich weiß auch nicht. Wieso? Wieso kam hier ein Zombie runter von dem Turm? Hier oben ist auch nochmal. Zuletzt da oben war. Ja, hier ist auch nochmal ein Rucksack. Also hier ist nichts mehr. Ups, jetzt habe ich dich getroffen. Oh, da oben war eine Pistole. Ich habe was gesehen. Na, dann ist sie aber gerade erst gespawnt. Ich war doch gerade da oben. Nee, nicht da. Ach, hier auf dem. Ach so. Eine Krüger. Also hier ist nichts mehr, Daniel. Ob du es glaubst oder nicht, aber hier ist nichts mehr. Ne. Wollen wir nach Boulder City? Wollen wir weiterziehen, ja. Oh, hier ist eine Spitzhacke. So geil. Und ein Fernglas, falls wow, einer braucht. Ja, die Spitzhacke war eigentlich gar nicht so schlecht. Die nehme ich mal mit, falls ich es mal schaffe in der Safe Zone. Hier ist Antibiotika. Habe ich natürlich. Leuchtpistole. Leuchtstift. So, dann lass uns mal rüber nach Boulder City. Da liegt noch eine Waffe drin. Ja, eine Kruger Mini 14, die ist von mir. Hm. Oh, Daniel, ich habe eine Bison plus extra Magazin. Das sind 80 Schuss, die ich habe. Hm. Schön. Ich mag die Bison. Warum auch Warte mal, hatte ich noch was zu trinken? Ja. Okay, ich würde es sehr gern geben, aber bei mir blinkt das Trinken auch schon wie verrückt. Ja. Dirne weiter, trage ich. Oh, ich brauche auch unbedingt. Ich habe nichts. Aber falls einer infiziert ist, ich habe 2 Spritzen dabei, ne? Ja, das interessiert mich. Nee, noch nicht. Okay, wir können es uns jetzt aussuchen. Den Supermarkt links. Da hinten den Supermarkt links. Oder rechts die Straßensperre. Ich bin für die Straßensperre, die ist näher. Und ich führe nach Boulder City. Und in Boulder City finden wir was. Und übrigens, ja. Ich habe genug Heilung, dass wir bis dorthin überleben. Gut. Ich mal ein bisschen für. Stunde mal ein bisschen als Renne. Ich muss ein bisschen Ballast entsorgen. Daniel? Ja, mein. Ja, mach noch mehr Krach. Ist aber auch laut, der scheiß Schrot. Anaconda, wow, aus dieser Entfernung ein Zombie getötet. Hier, geil. Hast du ihn gesehen? Da hinten bei den Bäumen? Nö. Hm. Gerade woanders hin geguckt. Ja, der war ganz hinten links, bei dem letzten Baum links. Oh, okay. Ist die Anaconda so laut? Was? Nein. Da. Die ist echt derbe laut. Ja. Ist ja gut, mein Sohn. Du bist mir voll reingelaufen. Oh, hier ein Springer. Oh, die hört sich schön an. Platz. 27 Peng. Dollar. Hat der werte Herr mir hinterlassen. Oh, ich find's schön, die Waffen zu missbrauchen für die Zombies. Finde ich echt toll. Mhm. Haben die Waffen wenigstens Sinn, wenn wir schon im PvP nicht weiterkommen. Fernglas. Hätte gern Essen und Trinken. Nicht. Nicht immer nur Medizin. Unbedingt was trinken, Daniel. Unbedingt, ich verrecke. Ja. Ich bin schon lange am Blute. So. Oh, hier ist eine M4 Semi, falls jemand möchte. Ja, der Orca. Jetzt ist er weg. Na, komm mal her. Das war mein. Ach so. Musst du ja nicht so weit rennen hier. Oh, war da Geld? Tatsache. 47 Dollar. Oh, wird langsam mehr. Aber ich sollte mich beschweren, ich habe ja heute schon einmal 10.000 gekriegt von Zombie. Ey, mal so versalben. 10.000? Oh, ein Holovisier. Oh, schön. Kann ich mir locker kaufen von den 10.000. Willst du mich ärgern? Nee. Ich sage ja nur, dass ich 10.000 halt von einem Zombie Mann. Gekriegt habe. Ey, das gibt's nicht. Alter, ich brauch was zu trinken. Ich verrecke. Schmerzmittel. Selbst der edle Vogel lacht. Ein Pfeil, ja. Schön. Schön.
Genau das, was ich wollte. Hier, Salbe. Hattest du nicht eine Mission, Orca, mit Salbe? Ja. Hier ist Salbe. Da kann Orca ja heute richtig skillen, ey, im Menü dann nachher. So viel. Orca, hast du überhaupt eine Waffe? Ja, hab ich. Eine Schusswaffe? Ja. Ich brauche was zu trinken, Zombie, gib mir. Nimm was zu trinken. Für was kann man die Salbe überhaupt benutzen? Das ist also, später wir für... Wir wollen jetzt nicht näher drauf eingehen, aber du kannst etwas eincremen. Nein, dann das Ivan... Hintermann. Nein. Ach so. Er wollte jetzt wissen, für was die Salbe wirklich in dem Spiel ist. Und das ist, glaube ich, es gibt verschiedene Missionen, wo du dann... oder hier diese Pläne, die du findest, ne? Ja. So, und dann, um das zu bauen, musst du verschiedene Materialien zusammenfügen. Ja. Unter anderem, dann steht da vielleicht auch, du brauchst eine Salbe, ne? Zum Beispiel. Ja. Brauchst Metallschrott, eine Salbe und was weiß ich noch. Ja. Ich denke ich mal. Ne? Wenn ich jetzt falsch, wenn ich jetzt, falls ich falsch liegen, ja, falls ich falsch liegen sollte, könnt ihr das ja in die Kommentare schreiben, für was es wirklich die Salbe benötigt wird. Miep, miep. Diese Kackvogel. Ja. Ja. Da lacht er wieder. Daniel, guck mal ein bisschen zurück, ob ich hier große Blutspur hinter mal herziehe. Gar keine. Gar keine? Nö. Ich will hier aber auch gleich leben. Ich Leute, wir sollten uns schicken. Ich sehe keine. Das kann aber nicht sein. Na, heil dich doch einfach. Wie viel Leben? Wie viel Leben hast du denn noch im Körper? Zu trinken eigentlich gar nichts nee, mehr. Nee, ich meine Leben in der Mitte, der rote Körper. Du ist gerade nur der Kopf weg. Ach so, na dann. Bluten tust du erst. Also Blut sieht man erst auf der Straße, wenn du unten die Füße bloß noch hast. Ach so. Daniel, warum rennst du so schräg? Ich renn doch nicht schräg. Du hast deine Beine rennen voll nach links. Oh, du bist... Ach nee, das bist nicht... Ach, der Orca ist das. Ja. Schöne P90, wie viele Magazine hast du jetzt? Nee, da hab ich nur noch 17 Schuss. Für die Evo meine ich. Für die Evo? Kann ich ja mal wechseln. Ja, ach ja, du hast mir ein Magazin hingeschmissen gehabt. Oder? Nee. Ich hab dir 2-3 Magazine gegeben gehabt. Nee, eins hab ich nur. Was? Dann hast du die anderen nicht aufgehoben. Oh, Daniel. Für die Evo 3. Ja. 17 Schuss plus ein Magazin. Willst du mich verarschen? Ich hab dir 2 Magazine oder 3 hingeworfen. Na, hatte ich vielleicht keinen Platz mehr. Das kann auch sein. Ja. Das bräuchten wir aber jetzt hier in Boulder. In Boulder. Oh, Vogel, halt die Fresse jetzt mal ehrlich. Sorry, aber halt's Maul. Der ätzend. What? Vogel erschossen. Daniel erschossen. Hättest du. Welches Gebäude gehen wir zuerst? Ja, das ist meine Sicherheit vor den Zombies hier. What? Banzai! Daniel, ich komme! Oh, Geld! Nimm Daniel! Ich will nur das Geld! Geh weg! Oh, 37.000! Oh, hier geht's ab! Ja, los, töte ihn! Was? Du Arsch! Oh, hier eine Motorsäge. Kettensäge. Nimm mit. Ja. Und hier, was auch ist das, Anna? Hier ist noch Heilung auf dem Auto hier. Ich krieg's nicht. Komm nicht aufs Auto. Jungs. Oh, da vorne ist eine Waffe, das ist meine Waffe. Ne, Imta. Nein, ich hab zu viel Gewicht.
Von wegen. Von wegen zu viel Gewicht, das habe ich mir trotzdem gekrallt. Was haben wir hier? Lass euch nichts. Ein Schlagring. Und da oben sind Leuchtpunktsucher. Cool. Willst du den haben, oder? Nö, nö. Müsste aber einen Schnitt mal machen. Wollen ja nicht, dass jeder Part so eine halbe Stunde geht, oder? Oh, Daniel, der Leuchtpunkt, das Leuchtpunktvisier ist schön. Ja, ich weiß. Okay, so. Wir sagen an dieser Stelle danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part zu Infestation Survivor Stories. Macht's gut, Leute. Auf Wiedersehen. Danke fürs Zusehen. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.